So, wir starten und ich begrüße hier auf der Bühne, bitte mit einem Zehnerapplaus, Simon Tomasch aus Wien. Wunderschönen guten Vormittag. Ich freue mich sehr, hier zu sein und finde, es passt sehr gut bei einem Poetry Slam zum Thema Freiheit, zum ersten Mal sich nicht selbst das Mikro einstellen zu dürfen, sondern das ist alles im Vorhinein schon ausgetestet worden. Das finde ich, ist total frei. Nicht einmal das Mikro einstellen dürfen. Ja, mein Text hat den unkreativsten Titel, den ich jemals einem meiner Texte gegeben habe, heißt Freiheit. Erste Einschränkung der Freiheit ist, wenn man nah am Thema bleibt. Der Freiheit zweiter Schranke nach 5 Minuten ab und danke. Und wie ist das jetzt mit der Freiheit, wenn diese die Freiheit anderer Personen einschränkt? Wessen Freiheit wiegt mehr? Oder anders gefragt, mit welchem Recht nimmt Mensch einem Menschen das Recht, einen Menschen umzubringen? Das fragte sich auch der soziopathische Serienmörder, dessen Name dem Autor bekannt ist, als er mit einem im Chloroform getränkten Waschlappen in einer dunklen Seitengasse auf ein potenzielles Opfer lauerte. Bereits einmal war er an jenem Abend kurz davor gewesen, seiner morbiden Kopfsammlung im Keller ein weiteres Exemplar hinzuzufügen, doch just in jenem Moment war eine Polizeistreife vorbeigefahren und er musste den bereits angesetzten Sprung abbrechen, hatte das Gleichgewicht verloren und war in dem Müll gelandet, der aus den Mülltonnen, zwischen denen er sich versteckt hatte, gequollen war. Er bekam langsam einen Krampf in den Waden und erste Erfrierungsanzeichen in den Fingern, als er seine Jagd aufgab und den Heimweg antrat. Dabei kam ihm eine geniale Idee. Wenn die Gesetze ihn an der Ausübung seines Hobbys hinderten, müsste er es in eine Position schaffen, in der er dies ändern könnte. Er gründete die Partei Menschen ohne Rest, Dünkel, kurz Mord, und ihm gelang mit dem Slogan »Ich werde euch alle töten« ein überraschender Wahlerfolg, der ihm die Verwirklichung seines Traumes erlaubte. Seinen Fehler erkannte er bei einem Spaziergang vorbei an einer dunklen Seitengasse, aus der ein weiterer soziopathischer Serienmörder in jenem Moment hervorsprang, als auch eine Polizeistreife vorbeifuhr, die sich natürlich in keiner Weise bemüßigt fühlte einzugreifen, als der eine soziopathische Serienmörder den anderen auf offener Straße nach allen Regeln der Kunst filettierte, was diesem in seinem letzten Moment zu der Erkenntnis gelangen ließ, dass er sein eigenes Leben auch stets mit der Einschränkung von Freiheiten anderer bezahlt hatte. Demokratie ist die Freiheit zu wählen, wer einen unterdrückt. Pressefreiheit ist die Freiheit zu wählen, wer einen belügt. Freizeit ist die Freiheit zu wählen, was einen narkotisiert. Freie Marktwirtschaft ist die Freiheit zu wählen, wer einen ausraubt. Und wie ist das mit der Freiheit einer Person, wenn diese die Freiheit anderer Personen einschränkt? Wessen Freiheit wiegt mehr? Oder anders gefragt, mit welchem Recht nimmt Mensch einem Menschen das Recht, einen Menschen umzubringen? Das fragte sich auch Eleonore Weber in einem chemisch riechenden Zimmer. Sie lag bei vollstem Bewusstsein auf einem Krankenbett, das sie selbst nur noch Totenbahre nannte, und sah nichts als Gesichter vor kalkweißen Krankenhauswänden erscheinen und verschwinden, ohne die Möglichkeit zur Interaktion zu haben, da sie zu schwach war, um auch nur ein Wort zu sagen und ihren Mitmenschen klarzumachen, dass sie ihr Martyrium mit großen Freuden beenden würde. Stattdessen das eintönige Tropfen des Infusionsbeutels, das metrische Piepen des Herzmonitors und zwischendurch Gesichter, die zwischen Freude und Trauer schwankten, und jene Momente, in denen die Freude in den auf sie gerichteten Augen durchschien, ließen sie durchhalten, ließen sie begreifen, dass ihr Verzicht auf Freiheit vielen Freunden Freude bereitete. Freigang ist die Freiheit zu wählen, was einen ablenkt. Freibad ist die Freiheit zu wählen, wie einen optisch abstößt. Freiraum ist die Freiheit zu wählen, wie man aus dem Weg geht. Freitod ist jenseits unserer Freiheit. Und wie ist das mit der Freiheit einer Person, wenn diese die Freiheit anderer Personen einschränkt? Wessen Freiheit wiegt mehr? Oder anders gefragt, mit welchem Recht nimmt Mensch einem Menschen das Recht, einen Menschen umzubringen? Das fragte sich auch Hamed in einem rostigen, quietschenden Drahtbett, in einem engen Raum mit winziger Oberlichte in einer Flüchtlingsunterkunft. Und paradoxerweise verstand er den Hass der Menschen, die vor dem Gebäude demonstrierten. Sie fürchteten eine Fressen- oder Gefressen-Werden-Situation, wie sie Hamed seit einigen Monaten bestens bekannt waren. Sei es auf dem Boot, von dem er einen Mann gestoßen hatte, als klar wurde, dass sie Ballast abwerfen mussten. Sei es in dem Gebüsch auf dem Balkan, in dem er einen verletzten Reisekameraden zurückgelassen hatte, als eine Patrouille vorbeiging.
Er verstand lediglich nicht, wie diese Menschen glauben konnten, in einer vergleichbar ausweglosen Situation zu sein. Er betete für die Demonstranten, und als seine Fackel durch seine Oberlichte flog und das Bett in Brand steckte, wusste er, dass hier nur Leute glaubten, um ihre Freiheit zu kämpfen, wie auch er geglaubt hatte, um seine Freiheit zu kämpfen. Freital ist die Freiheit zu wählen, wer einen anzündet. Freiheitliche sind die Freiheit zu wählen, wer einen belügt. Freispruch ist die Freiheit zu wählen, wessen Geschichte man glaubt. Freiwild ist eine Scheißband. Und wie ist es mit der Freiheit einer Person, wenn diese die Freiheit anderer Personen einschränkt? Wessen Freiheit wiegt mehr, oder anders gefragt, mit welchem Recht nimmt Mensch einem Menschen das Recht, einen Menschen umzubringen? Das fragten sich auch die Gourmets Ralf und Emma beim ersten Bissen eines Tatars, das als Vorspeise ihres gänzlich auf Menschenfleisch basierenden Hochzeitstagsmenüs fungierte, für das sie seit einem Jahr gespart hatten, um sich den Erwerb und Transport eines allein für den Verzehr aufgezogenen 20-jährigen Menschen gönnen zu können, weil man sich doch sonst nichts gönnt. Nachdem sie sich auch durch die anderen köstlichen Gänge verkostet hatten, kamen sie zu dem betrüblichen Schluss, dass es nichts weiter als fragile Moralempfindungen waren, die sie davor bewahrten, auf den Tellern anderer Feinschmecker zu landen, die ihre Augen zu oft vor den naheliegendsten Proteinquellen verschlossen hatten. French Fries sind die Freiheit zu wählen, weswegen man sich übergibt. Freikörperkultur ist die Freiheit zu wählen, wer einen optisch abstößt. Freibier ist die Freiheit zu wählen, was einen narkotisiert. Freiheit ist das Ausreizen des Zeitlimits. Vielen Dank und viel Spaß beim Slam.